Yo, Kevin! Ja, hey Bro, was geht? Neue Woche, neues Glück, hä? Neue Woche, neue News. Wir verstehen uns heute ohne große Worte. Er nickt, falls ihr das nicht hören könnt. Okay, wir starten in die Woche wie immer mit unserem herzerwärmenden Thema. Ali, es wäre mir eine Ehre, wenn du heute mein Herz zuerst zum Glühen bringst. Und das war das Schwulste, was ich diese Woche gesagt habe. Ich hoffe, es lohnt sich jetzt, wenn du mir eine geile Nachricht ablieferst. Kein Problem, wird gleich geliefert. Danke, Mann. Lieferservice 1A. Okay. Und zwar hat sich eine Frau entschieden, nein, ihre Haare seit 94, also 23 Jahre, ihre Haare nicht mehr zu schneiden. Die Frage ist, warum? Warum, ey? Und warum soll es herzerwärmend sein? Also, hat sie da ganz viele Shampoo-Produkte gekauft und damit ganz viele Arbeitsplätze gesichert? Oder was war das Herzerwärmende dabei? Könnte sie auch machen. Hat sie bestimmt gemacht? Nein, hat sie aber nicht. Okay. Hat sie jetzt nicht gewaschen, 23 Jahre lang? Nein. Sie hat, glaube ich, Wasser benutzt. Keine Ahnung. Egal. Vielleicht auch Cola. Sie hat dann ihre Haare ganz bis zur Glatze geschnitten. Bis zur Glatze, nicht weiter? Nicht weiter. Und ihre Haare wurden 1,4 Meter lang. 1,4, das ist ein kleinwüchsiger Mensch. Das ist voll wenig, finde ich. Ja, also wenn ich Jahre. 24 Jahre, ich werde, glaube ich, keine Ahnung, 3, 4 Meter. Challenge accepted. Wir sprechen uns in 23 Jahren nochmal. Ja. Pause jetzt und dann schneiden wir gleich eine Szene rein von 23 Jahren in Zukunft. Ach so, also wir machen jetzt ein Video. Das, was jetzt gleich kommt. Ja. Stimmt. Voll die gute Idee. Aber machen wir nicht. Und so hat sie ihr Haar geschnitten, damit sie es an irgendeine Organisation für krebskranke Kinder spendet. Stimmt, die Perücken für Kinder machen. Voll nett. Ja. Voll nett. Und die Frage ist, hat sie es schon von Anfang an gewusst, dass sie es spendet? Oder hat sie gesagt, ich lass mal das Haare wachsen? Ich glaube, du planst nicht 23 Jahre lang, vorher, dass du sowas machst. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie dachte meine einfach, Schwester hat auch ihre Haare gespendet, aber ich glaube nicht, dass sie es extra lang gelassen hat. Ja, ich glaube, ein bisschen machst du es schon, so vielleicht ein halbes Jahr Vorlauf oder sowas. Aber ich glaube, 23 Jahre, die hat dann gedacht am Anfang, oh, ich will einfach lange Haare haben. Ja. Und irgendwann hat sie gemerkt, okay, ich kann auch was Gutes mit den Haaren machen. Anstatt zum Friseur zu gehen. Auch, hat sie auch getan dann, was ich voll nett finde. Voll süß. Das ist voll gut. Und na, ja. Ja, fand ich, hätte... Voll cool. Finde ich. Das könnten wir auch machen. Aber 23 Jahre lang ist schon heftig. Ja, aber das ist halt auch echt wenig Haare dafür. Ja, eins. Hätte man ruhig längere Haare haben können nach der Zeit. Ich glaube schon, das gehen schon 3, 4 Perücken. Ja, aber es ist schon mega gut. Ich meine, Kinder, ich habe es mal gemerkt, ich habe es auch schon mal gesehen, wie so eine Perücke das Selbstbewusstsein von einem Kind oder von jedem Krebskranken eigentlich wieder pusht. Ja, krass. Ja, stimmt. Weil es schon nicht ohne ist, dann plötzlich. Man denkt, ja, sie hat nur Haare gespendet. Aber nee, das ist schon viel. Also erstmal spendet sie Haare an krebskranke Kinder und gleichzeitig versetzt sie sich selber in die Lage so einer Person, die auf einmal keine Haare mehr hat. Ja, genau. Sie hat zwar keinen Krebs, sie kann sich nachvollziehen, wie es ist, Krebs zu haben, aber sie hat dann mal wenigstens so einen Teil davon nachvollziehen können. Ihr wachsen die Haare wieder zurück. Ja, bei krebskranken Menschen auch, wenn sie wieder gesund werden. Ja, wenn sie nicht mehr Wenn sie keine Chemo mehr haben, ja. Ja. Ja, finde ich voll süß. Und was hast du so krasses? Ich habe auch eine ziemlich süße Geschichte. Ich weiß nicht, wie oft du fliegst. Warst du schon mal fliegen im Flugzeug mit dem Flugzeug irgendwohin? Selten. Wohin war das letzte Mal? Polen. Ja, okay. Dann meistens ist es ja so, wenn du fliegst, hast du 1, 2 Babys mindestens an Bord. Wenn du Glück hast, nicht. Wenn du Glück hast, ja, aber also was ich meinte, ist meistens hast du welche. Ja. Jedenfalls geht es mir so, wenn ich fliege, habe ich immer ein Baby an Bord. Hast du es immer ein Baby mitgebracht? Damit eins dabei ist, habe ich immer eins im Gepäck. Bevor du fliegst, eine Woche vorher bei Amazon bestellen, Baby. Baby, Premium-Versand, brauchst du morgen. Ja, aber teilweise schreien diese Babys eben auch und sind laut, was auch immer. Und naja, ich habe es mittlerweile so, die können nichts dafür. Ich denke mir so, okay, ich bin jetzt zwar für 2 Stunden oder so genervt, wo ich jetzt fliege, aber diese Person da, diese Mutter und der Vater da, die haben ein Baby. Die haben das für immer. Louis C.K. Ich
Ich weiß nicht, wovon du redest. Auf jeden Fall, ja, die haben ein Baby. Die müssen damit leben. Um damit es zu erklären, ist ein Witz von Louis C.K. Louis C.K., bester Stand-Up-Comedian der Welt. Auf jeden Fall hat der mal erklärt, dass Babys an Bord nicht so schlimm sind wie für dich, wie für die Eltern, die, wie gesagt, jeden Tag dieses Baby haben, ja, weil sie Eltern sind. Flugzeug. Okay. Auf jeden Fall auch an Bord eines Fluges von Minneapolis. Wie schreibt man das aus? Minneapolis. Minneapolis. Wie wird es geschrieben? Minneapolis. Ich kenne den Namen, Minneapolis. Wir sagen Minneapolis in Amerika, to Atlanta, nach Atlanta. Und da war eine Mutter, eine schwangere Mutter, alleinerziehend, also jedenfalls war sie allein an Bord, mit ihrem kleinen Sohn. Und der kleine Sohn... Ein Baby drin und ein, ja, Baby ein, draußen. Ein Baby drin. Sie konnte nicht warten. Nicht mal gut entspannen. Auf jeden Fall, der Kleine hat nur geheult, ja, der kleine Junge. Und dann kam ein fremder Kerl, der zu ihr und meinte, hey, ich bin Vater, ich möchte dir helfen. Gib mir deinen Sohn, damit du eine Runde schlafen kannst. Und dieser fremde Mann hat das Baby genommen und ist an Bord auf und abgelaufen und hat das Baby beruhigt, während die Mutter geschlafen hat. Krass. Und hier wieder der Fall, wir hatten letzte Woche schon mal in der News, dass jemand ein Foto macht von dem Ereignis und es dann postet. Und hier war es genauso der Fall. Ein Passagier hat ein Foto gemacht und eben geschrieben, wie schön sie das fand. Und hat auch beschrieben, dass der Vater weiß war und die Mutter, also der Vater, der andere Vater, der fremde Vater, und die Mutter war schwarz. Also es war jetzt nicht nur so, es war halt erstmal, dass diese alleinziehende Mutter Hilfe bekommen hat von einem Fremden. Dann war dieser Fremde auch noch ein Mann, was jetzt auch eine Erwähnung wert ist. Und die hat eine andere Hautfarbe so, ja, in Amerika. Obwohl es krass ist, darüber zu berichten, weil es so krass ist, obwohl es normal sein sollte. Ja, aber ja. Ich verstehe. Es zeigt halt so, es zeigt halt, das ist eben besonders, weil so viel abgefuckt in der Menschheit ist. Hautfarbe spielt immer noch eine Rolle. Ja. Mann so, oder Frau spielt genau, auch eine Rolle. Genau, Feminismus, beziehungsweise einfach dieses Absetzen von Geschlechtern. Und eben, dass man so menschlich ist und einfach fremden Menschen hilft in so Situationen. Das hat halt gezeigt, dass was alles noch möglich ist. Und es ist echt schön gewesen. Und echt krass. Also war halt auch eine schöne Nachricht. Sollte man als Vorbild nehmen. So. Das sollte man immer. Ja, ich glaube, man sollte immer so helfen. Und auch nicht genervt sein. Zum Beispiel in der Bahn oder sowas. In der Bahn ist jetzt nicht so schlimm wie im Flugzeug vielleicht. Aber wenn du eine Mutter siehst mit einem schreienden Kind, nicht so genervt. Es gibt voll viele Menschen, die so genervt hinschauen. So, mach doch was. Ja. Töte das Kind oder schmeiß es auf den Zug oder so. Was sollen die noch machen? Das sind Kinder. Du warst vor an unserer Kindheit, unserem Babyalter, waren wir nicht anders, glaube ich. Ja. Obwohl, wenn man zum Beispiel ins Kino geht und sein Baby mitbringt. Ja, das ist halt dumm. Das ist halt auch assi sowas. Sowas macht auch niemand, glaube ich. Hast du sowas schon mal gehabt? Nee, aber ich habe mal mitbekommen. Echt? Ja, okay, das sind halt richtige Scheiße dann. Weißt du, aber fliegen oder sowas musst du ja mal, wenn du mit dem Kind irgendwo hin willst. Aber Film will sie auch schauen, aber hat keinen Babysitter gefunden. Ja, das ist halt dumm einfach nur. Egal, aber was soll ich sagen? Egal, wolltest du noch was sagen? Nee, ich bin gerührt gerade. Ah ja, genau. Also wenn du zum Beispiel auch siehst im Zug oder im Flugzeug, dass jemand so rumschreit, rumzuhaten, kannst du hingehen und, keine Ahnung, etwas Gutes tun. Sagst, hey, wollt ihr Süßigkeiten oder... Verstehst du, was ich meine? Ja, und dann, wenn die Kinder noch da sind, sagst, hey, ich habe noch was, Chips-Packung oder keine Ahnung. Und wenn ich keine Süßigkeiten habe? Dann antworten die so, ja, ich will Süßigkeiten. Ja, ich hab gar keine, sorry. Etwas, keine Ahnung. Wenn du nichts hast. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Wenn du nichts hast, sollst du die Fresse halten halt. Oder so nicht so tun. So, weißt du, manche tun auch so, gucken die Eltern dann so voll schräg an und sagen, mach was so. Ja, oder, oder keine Ahnung, solche Sachen halt. Ja, einfach die Fresse halten, das hilft am meisten. Ja. Weil oder die Eltern schämen sich schon. Entweder schämen sie sich oder sie geben keinen Fick. Ja, aber die meisten schämen sich und die meisten wollen halt, die meisten finden es auch nicht geil. Ja. Finde ich auch nicht so geil.